Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr etwas in eurem Alltag oder Schulalltag verbessern könntet, müsst ihr euch erstmal überlegen, ob sie nur etwas für eine bestimmte Gruppe ist, zum Beispiel die eigene Klasse, ein Projektteam und so weiter, oder ob die Idee nicht für alle Aula-Nutzerinnen und Nutzer von Bedeutung ist, wie beispielsweise die gesamte Schule oder eure Gemeinde. Einige Beispiele: Eine Pinnwand fürs Klassenzimmer betrifft nur eure Klasse, ein Klettergerüst im Schulhof die ganze Schule. Nehmen wir das Beispiel Pinnwand. Wenn ihr auf euren Klassen- oder Projektraum klickt, findet ihr zentral in der Mitte das weiß unterlegte Feld Neue Idee. Bevor ihr allerdings eine neue Idee erstellt, sucht doch erstmal, ob es vielleicht die gleiche oder eine ähnliche Idee bereits gibt. Schaut euch einfach an, was die anderen bereits verfasst haben, oder gebt ein Schlagwort über die Suche ein. Wie ihr das macht, haben wir euch unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Eure Idee ist nicht dabei? Dann klickt auf das weiße Feld Neue Idee. Gebt nun der Idee einen Titel, bei dem den anderen Aula-Nutzerinnen und Nutzern sofort klar ist, um was es geht. Außerdem ganz wichtig, eine Beschreibung. In der Beschreibung sollte drinstehen, warum die Sache notwendig ist und wie es bezahlt werden soll, wenn Kosten entstehen. Zu guter Letzt könnt ihr noch eine Kategorie auswählen und auf Idee veröffentlichen klicken. Die anderen Aula-Nutzerinnen und Nutzer können die Idee nun im wilden Ideenraum sehen, Verbesserungsvorschläge machen und auf den Button Unterstützen klicken, damit sie in die nächste Phase kommt, der Ausarbeitungsphase im Themenraum.